Computer, wenn sie abgeschrieben sind und alt und müde, die gehen dann in den großen Computerhimmel und dürfen dort das verdiente... Nicht hier. Hier werden sie wieder aufgemaschelt, wie man das in Österreich sagt, also wieder schön hergeputzt und hergerichtet und liebgehabt und gesäubert und werden einem neuen Zweck zugeführt. Und Lukas und Daniel sind hier bei mir heute und werden euch erzählen, wie sie das machen. Die Bühne gehört euch. Ja, vielen Dank für die Einführung. Und herzlich willkommen zu unserem Talk. Hey Alter, alte Rechner für junge Leute. Ich bin Daniel und ich habe die lokale Initiative in Solingen vor so gut 6 Monaten mitgegründet. Ja, und ich bin Lukas. Ich bin von Hey Alter aus Braunschweig, da wo alles im letzten Jahr seinen Anfang genommen hat. Und wir erzählen euch heute über Hey Alter, alte Rechner für junge Leute, eine Initiative, die sich letztes Jahr während der Corona-Krise im ersten Lockdown gegründet hat, die Rechner von Unternehmen, Privatpersonen einsammelt und es den Schülerinnen und Schülern wiedergeben kann, die leider gar kein Rechner zu Hause haben und dementsprechend nicht an Distanzunterricht teilnehmen konnten. Das alles hat irgendwann mal angefangen letztes Jahr. Wir waren im ersten Lockdown und ja, es hat mit dem Telefonat begonnen. Einer unserer Gründer, Moritz, hat den anderen Gründer, Martin, angerufen und gesagt, hey, meine Frau, die ist Lehrerin, die braucht 2 Rechner für Schüler. Hast du da nicht noch was in deiner Firma unten im Keller liegen? Der sagt, na klar, Rechner liegen bei uns rum. Und ja, dann kam es natürlich so, dass die beiden auf die Idee kamen, hey, das ist nicht nur bei uns der Fall. Rechner liegen überall in irgendwelchen Firmen und auch vielleicht auch bei Privatleuten rum. Die werden alle paar Jahre neu ersetzt. Die Rechner können wir doch einsammeln und Schülerinnen geben. Und das Ganze hat dann in Braunschweig gestartet. Mittlerweile haben wir in Braunschweig sehr viele Rechner eingesammelt und mittlerweile konnten wir auch Nachahmer finden. Und wir wollen euch heute mal zeigen, das wird Daniel gleich tun, wie man so eine lokale Initiative aufsetzt, was man damit alles beachten muss. Und dann erzähle ich euch nochmal im Anschluss, wie wir es geschafft haben, das aus Braunschweig heraus nach ganz Deutschland zu übertragen mit unserem sozialen Franchise. Daniel, it's your turn. Mhm. Danke. Dann zeig uns einmal die erste Folie. Vielen Dank. Also, was nochmal ganz kurz, was ist überhaupt das Problem? Also, 2019 war Remote Schooling völlig unvorstellbar. Niemand hätte gedacht, man hätte uns ausgelacht, wenn irgendjemand gesagt hätte, 2020 machen wir alle Schüler in Deutschland, sitzen zu Hause und machen von zu Hause Schule. Das wäre undenkbar gewesen. Fast forward, 2020, Distanzunterricht für alle Schülerinnen bundesweit. Aber nicht alle haben einen Rechner und nicht alle können sich einen leisten. Und da stellt sich natürlich echt die Frage der sozialen Verträglichkeit. Also das komplette Jahr 2020 gab es keine Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, die sich keinen Rechner leisten konnten, obwohl sie gezwungen waren, von zu Hause am Unterricht teilzunehmen. Und erst nach gut einem Jahr Pandemie im Jahr 2021 gab es dann erste Gerichtsurteile, weil sich die Jobcenter geweigert haben, diese Rechner zumindest für Hartz-IV-Empfänger und Sozialhilfeempfänger zu bezahlen. Und mittlerweile gibt's so erste Urteile und man kriegt wohl so eine Pauschale von 350 Euro, um sich damit mit einem digitalen Endgerät einrichten zu können. Aber nur für Hartz-IV-Empfänger und Sozialhilfeempfänger. Und das ein Jahr Pandemie lang hat es nicht gegeben. Es gab einfach keine Unterstützung. Man hat die Schülerinnen und Schüler da hängen lassen. So, und man kann sich jetzt darüber aufregen und das ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Oder man fängt einfach an, was dagegen zu tun. Genau das haben Martin und Moritz in Braunschweig getan und angefangen. Und wir haben das in Solingen nachgemacht. Und was man braucht für so eine Initiative, das würde ich euch jetzt gerne einfach mal so ein bisschen vorstellen. Bitte einmal die nächste Folie.
Also, was machen wir? Wir greifen die Initiative. Was braucht man für eine lokale Initiative? Als allererstes braucht ihr ganz klar ein Team. Ja, ihr seht hier unser überragendes Team in Stuttgart. Lieben Gruß dahin. Ihr braucht Leute, die sich dieses Themas annehmen, denen das Thema am Herzen liegt, denen es genauso wehtut und die es genauso stört wie uns, dass da Leute oder Kinder zu Hause vor kleinen kaputten Handy-Displays sitzen und Schulaufgaben machen müssen. Und als nächstes braucht ihr natürlich einen Platz zum Arbeiten, ja, und vor allem auch zum Lagern. Nun hat jetzt hier nicht jeder, wie wir in Solingen, ist das Bild so eine große Halle zur Verfügung und unglaublich viel Platz. Es reicht für den Anfang auch ein kleiner Büroraum oder ein kleiner Lagerraum dazu noch, um überhaupt erstmal zu starten. So, das Dritte, was ihr braucht, ist natürlich Nerds oder Techies, die diese Geräte bedienen und aufbereiten können. Ja, ihr braucht irgendwelche Leute, die ja technisch versiert sind und wissen, wie man eine Ubuntu-Installation von einem USB-Stick startet, zum Beispiel. Aber ich glaube, unter den Zuhörern hier in diesem Kreis ist das das kleinere Problem. Etwas weiteres, extrem Wichtiges, was man braucht, wenn man so eine Initiative aufsetzt, sind Partner. Ihr braucht Unternehmen, die gut vernetzt sind in eurer lokalen, in eurer lokalen Wirtschaft. Ihr braucht Systemhäuser, ganz wichtig. Warum? Ganz viele Unternehmen geben Rechner als Spende nur dann raus, wenn sie einen Nachweis über die datenschutzkonforme Löschung der Festplatten bekommen. Und diese Löschung der Festplatten können in aller Regel Systemhäuser gewährleisten. Und wenn ihr ein Systemhaus findet, was ja engagiert ist und sich gerne euch diesen Service bereitstellen möchte, dann ist das großartig, weil dann könnt ihr nämlich auch Spenden von solchen Firmen annehmen, die diese Bedingungen stellen. Und weitere Partner sind zum Beispiel gemeinnützige Vereine oder Stiftungen. Wenn man, wie wir in Solingen, jetzt nicht als Verein organisiert ist, dann kommt man trotzdem irgendwann in die Situation, wo bestimmte Teile nicht mehr vorhanden sind. Wir haben gestern in einem Talk von Hardware for Future schon gehört, denen sind irgendwann die Stromkabel ausgegangen, weil man braucht immer zwei Stromkabel für einen Rechner und einen Monitor. Wir sind genau das gleiche Problem gelaufen. Solche Teile muss man irgendwann nachkaufen und gemeinnützige Vereine oder Stiftungen, die euch für fördernswert halten, die können für euch zum Beispiel Geldspenden annehmen und Rechnungen bezahlen. Okay, wenn wir das alles haben, dann kann es losgehen. Dann würde ich sagen, sammeln wir die ersten Spenden ein. Und wenn es richtig gut läuft, dann sieht es am Ende so aus. Ja? Also man sieht hier Berge von Rechnern und so ein Rechnermeer. Ich glaube, die Fotos hier sind aus Emsfechte, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, aus der lokalen Initiative dort. Ganz wichtig, wenn ihr Spenden sammeln wollt, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, habt einen festen Abgabeort. Warum? Also Privatspender, von jedem Privatspender, von Oma, Tante Trudel und wo nicht all, den alten Laptop abzuholen, das ist enorm viel Arbeit. Und für denjenigen, der die Geräte spendet, ist es einmal Aufwand, während es für euch irgendwie konstanter Aufwand ist. Also ein fester Ort für die Abholung von Spenden wäre super. Und an der Stelle, wenn man dann da ist, man hat so große Spenden angenommen, man ist auch mal zu einem Unternehmen hingefahren, was irgendwie 40, 50 Rechner hat und holt die da ab, ja, für so Riesenspenden macht man das dann auch gerne mal, dann steht man irgendwann vor diesen Bergen von Rechnern und mein erster Gedanke war so, oh, hoffentlich werden wir das Zeug jemals wieder los, aber der nächste Gedanke war dann, alle diese Rechner wären im Schrott gelandet. Ja, das ist diese kompletten Haufen von wirklich gut benutzbaren Arbeitsgeräten. Also ein Beispiel, wir haben von einem Unternehmen Quad-Core i5 Rechner gekriegt mit 8 GB RAM drin. Die wären im Schrott gelandet. Und an der Stelle muss man sagen, im Sinne der Nachhaltigkeit, ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie wir in diesem Jahrhundert noch mit den Ressourcen unseres Planeten umgehen wollen und können. Und wenn diese Rechner entsorgt werden sollen und in den Häusern nebenan wohnen Familien mit Kindern, die diese Geräte dringend brauchen, dann kann das auch aus dem sozialen Aspekt nicht wirklich vertretbar sein. Da muss irgendwas passieren.
Wir haben angefangen, was passieren zu lassen und haben diese Rechnertürme eingesammelt. Und wenn man diese Rechnertürme dann da stehen hat, dann muss man irgendwann anfangen, die auch aufzubereiten, damit die ihrem nächsten Zweck, ihrem nächsten Leben auch vernünftig zugeführt werden können. Und ja, wie das aussieht, seht ihr dann auf der nächsten Folie. Ah, Entschuldigung, nee, davor kommt noch eine Folie. Ja, nicht alle Spenden, die wir bekommen, sind wirklich auch brauchbar. Ja? Also hier nochmal ganz kurz unsere Mindestanforderungen aufgelistet. Wir brauchen so mindestens ein Dual-Core mit 2 GHz und mindestens 4 GB RAM. Und natürlich wollen wir keinen Schrott. Ja, also das, was ihr hier auf den Bildern seht, sind so ein paar Sachen aus unserem Kuriositätenkabinett, auch immer wieder gern gesehen hier. CDs, die in Laufwerken vergessen wurden. Wir haben mittlerweile in unserem automatischen Image-Installationsskript einen Punkt eingefügt, der einmal das CD-Laufwerk auswirft, wenn es vorhanden ist, oder alle halt, damit wir nicht irgendwelche CDs ausliefern, die ursprünglich mal irgendwelchen Spendern gehört haben. Genau. Und ja, wenn man dann brauchbare Sachen hat, dann bereitet man die auf. Und das kann zum Beispiel so aussehen. Wenn die Dinger kommen, haben die manchmal so einen echten Pelz. Und ich hoffe, das Video ist im Stream auch vernünftig sichtbar. Man sieht hier, wie einer der Kollegen aus Braunschweig das mit einem Kompressor einmal ordentlich durchpustet, damit damit dieser Rechner nicht irgendwie in seinem nächsten Leben zeitnah einen Hitzetod stirbt, der hier ganz eindeutig gedroht hat. So sieht das dann aus. Außerdem geht man irgendwie nochmal mit einem feuchten Lappen drüber, macht die Dinger sauber. Es sind auch alles Aufgaben, die wunderbar irgendwie Nicht-Nerds ausführen können. Ja, wurden ganz oft gefragt von Leuten, die Bock hatten zu helfen, was sie denn tun können. Naja, Geräte sauber machen ist wirklich, das kann jeder. Das ist überhaupt kein Thema. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, wie ihr gleich sehen werdet, wo Leute, die nicht technischen Hintergrund haben, auch locker helfen können. Genau, klickt mal bitte ein Bild weiter. Wenn die Dinger dann sauber gemacht sind, dann bekommen die von uns ein Linux-Image, und zwar ein Ubuntu-Linux, einfach weil die Verbreitung davon halt enorm ist und man mit ziemlich großer Sicherheit nicht der Erste ist, der irgendwelche Probleme auf diesem Betriebssystem sieht, wenn sie auftreten. Wir haben uns dazu ein eigenes Image gebaut. Da gibt es eine automatisierte GitLab CI-Pipeline für, die dieses Image immer wieder neu baut, wenn wir was ändern. Die Installation ist komplett automatisiert. Das heißt, wir stecken den USB-Stick rein, booten davon und der Rest passiert größtenteils automatisch. Am Ende haben wir nochmal so einen kleinen manuellen Schritt und prüfen das Gerät auch nochmal, zum Beispiel, wenn eine Kamera eingebaut ist bei Laptops, ob die funktioniert. Wir werfen das CD-Laufwerk aus, wie schon gesagt. Ne? Prüfen, ob der Browser vernünftig startet, den wir installiert haben und so weiter. Außerdem installieren wir noch jede Menge Software, die Schüler brauchen für den Schulunterricht. Also das Klassische, was gerade in Deutschland in den Schulen verwendet wird. Okay, weiter geht's. Wir haben Rechner. Wir haben diese Rechner aufbereitet. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wo wollen denn diese Rechner überhaupt hingeliefert werden? Und dazu erheben wir Bedarfe und dabei gehen wir über die Schulen. Bitte einmal die nächste Folie. Genau, wir haben mittlerweile ein schönes Dokumentenpaket. Hier seht ihr so 3 Dokumente aus diesem Paket, die wir allen Initiativen auch zur Verfügung stellen. Das ist einmal ein Anschreiben, Hey Schule, wo einmal drin steht, wer wir sind, was wir tun und warum. Es gibt eine Bedarfsliste, wo die Schule uns am Ende einen Bedarf zurückmelden kann. Und am Ende ist es tatsächlich nur eine Zahl. Ja? Also die Schulen sollen uns sagen, wir haben Bedarf für 10, 12, 15, 60 Rechner. Irgendwas in dem Rahmen. Und das dritte Dokument ist so ein FAQ, weil lange Anschreiben mit unglaublich vielen Informationen werden nicht gelesen. Und da stehen dann halt nochmal zu einzelnen Topics Sachen drin. Und ja, die Bedarfserhebung läuft dann genau über die Schule. Die Klassenlehrer kennen oder können, also kennen ihre Schüler, wissen, ob die ein Gerät zu Hause haben oder können das halt relativ schnell ermitteln. Nach einem Jahr Pandemie wissen aber, glaube ich, alle Klassenlehrer mittlerweile, wie ihre Schüler arbeiten
und wer davon ein vernünftiges Gerät zu Hause hat. Also wenn die ganze Zeit irgendjemand mit der Nase vor der Kamera hängt, weiß man mit ziemlich großer Sicherheit, dass der am Handy sitzt. Genau, die Klassenlehrer ermitteln das, also Schüler ohne eigenes Endgerät wäre so mit die größte Priorität. Und natürlich gibt es auch Familie ohne ausreichende Anzahl Endgeräte, wo die einfach irgendwie 2, 3 Kinder haben, die schulpflichtig sind. Und bei uns in Solingen gab es so eine Umfrage der Schulen, ne? Welcher Schüler hat denn zu Hause ein Gerät zur Verfügung? Haben ganz viele angekreuzt, ja, wir haben hier ein Tablet, das kann der Schüler auch nutzen. So, stellt sich raus, naja, das Tablet ist aber irgendwie Android 5, MS Teams kannst du nicht mehr drauf installieren und ja, dann war es das mit dem Gerät und das Gerät steht halt nicht mehr zur Verfügung und die Planung der kompletten Schule war dann irgendwie dahin. Oder das Gerät ist in der Zwischenzeit kaputt gegangen, weil zwischen der Umfrage und dann der Hilfe von der Stadt bei uns in dem Fall mit iPads halt irgendwie mehrere Wochen oder Monate lagen. Oder es stellt sich raus, naja, die Eltern müssen jetzt plötzlich auch von zu Hause arbeiten und brauchen das Gerät, um daran zu arbeiten und dann steht es den Schülern nicht mehr zur Verfügung. All diese Sachen sind passiert, in all diese Sachen sind wir gelaufen und all diese Leute sind bei uns aufgeschlagen und haben gesagt, habt ihr irgendwie eine Möglichkeit, uns Geräte zur Verfügung zu stellen? Und natürlich gibt es auch noch andere Gründe, aus denen man jemanden mit einem Gerät unterstützen will. Am Ende meldet die Schule dann einfach den Bedarf an uns und sobald wir die Geräte beisammen haben, würden wir dann den Bedarf decken und an die Schule ausliefern. So, wir haben die Dokumente, aber wir müssen die irgendwie noch an die Schulen kriegen. Und wir wollen natürlich irgendwie allen Schulen die Chance geben, auch gleichzeitig zu reagieren. Wie macht man das? Hey, komm, wir sind im Internetzeitalter. Was machen wir? Wir schreiben eine E-Mail an alle Schulen. Hey, Mission accomplished. Fertig. Alle Schulen wissen Bescheid. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch auf Rückmeldung. Und das haben wir dann auch getan. Da kam erstmal nicht so viel. Naja, gut, also man muss halt auch irgendwie diese Bedarfserhebung machen. Ja, das dauert, muss alle Lehrer fragen, alle Klassenlehrer, die müssen die Zahlen zurückmelden. Dann muss die Schule das alles gesammelt an uns melden. Das wird sicherlich eine Weile dauern. Also haben wir noch ein bisschen länger gewartet. Und dann hatten wir zwischenzeitlich mal so einen Presseartikel. Da kamen dann so ein, zwei Schulen kamen auf uns zu und sagten, boah, cool, ihr seid bestimmt total überlaufen. Können wir vor euch noch Geräte haben? So, ja, ihr seid die Ersten, die sich melden. Also haben wir noch ein bisschen weiter gewartet. Aber auf die E-Mail kam irgendwie kaum Resonanz. Und wir konnten uns absolut nicht vorstellen, woran das liegt. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung. Aber Schüler und Eltern haben sich bei uns gemeldet über die Presse, über den Presseartikel in der Lokalpresse, den wir hatten. Und dann haben wir gesagt, alles klar, pass auf, dann an welchen Schulen seid ihr? Wir rufen da jetzt an und wir gucken mal, was passiert. Und genau das habe ich dann mal getan. Und eins dieser Gespräche ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und das habe ich euch mal hier ganz kurz zusammengefasst. Ja, ich habe mich gemeldet, habe erzählt kurz, ich komme von Hey Alter, ihr habt eine E-Mail von uns, eure Elternschaft, eure Schüler kontaktieren uns, was ist los bei euch? Und die Reaktion war so, wer sind Sie? Nie gehört. Nee, haben wir kein Interesse dran. Und dann war ich echt ein bisschen verzweifelt und habe irgendwann so, ja, aber wir wollen Ihren Schülerinnen Laptops schenken. Dann herrschte so ein kleiner Moment Stille am anderen Ende. Und dann merkte man so, ja, ich suche mal eben Papier, Laptops, okay, ich schreibe das mal eben für die Schulleitung auf. Und das habe ich dann in der Folge noch so 2, 3 Mal gemacht in Gesprächen mit Sekretariaten. Und dieser Satz, wir wollen ihren Schülerinnen Rechner oder Laptops schenken, ist tatsächlich ein echter Türöffner. Und damit kommt man ziemlich schnell an so eine Schulleitung ran. Okay, dann hatten wir zumindest die ersten Schulen, die uns Bedarfe gemeldet haben. Und nach Monaten tatsächlich haben wir dann eine Antwort-Mail auf unsere initiale Mail an die Schulen bekommen. Und die hat einen Satz in sich gehabt, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und der lässt so ein bisschen blicken, warum das nicht funktioniert hat. Da stand nämlich in dem Irrglauben, dass das Angebot, dass Schüler mit Endgeräten beschenkt werden, zu schön ist, um wahr zu sein, habe ich ihre E-Mail gelöscht. Wir sind also durch den technischen Spamfilter locker durchgekommen. Das war überhaupt kein Problem.
Aber der menschliche Phishing-Filter hat da zugeschlagen und wir sind einfach drin hängen geblieben und die E-Mail ist im Müll gelandet. Und ich habe den Verdacht, dass das bei nicht wenigen Schulen der Fall war. Okay, was hätte man denn anders machen können? Wie hätte man anders die Schulen kontaktieren können? Also zum einen Kontakt zum Schuldezernat ist nicht verkehrt. Das kann man tun. Man kann Schuldezernenten ansprechen und manchmal sind die ganz aufgeschlossen und schicken dann eine Mail an alle Schulleitungen raus. Das hilft. Die Lokalpresse hat bei uns sehr gut gewirkt und das weiß ich auch aus anderen Initiativen. Das ist einfach ein guter Hebel, um bekannt zu werden. Da melden sich dann Schülerfamilien, da melden sich Lehrer, da melden sich Schulleitungen. Das funktioniert auch super. Direktes Ansprechen von Lehrern und Lehrerinnen, die man vielleicht kennt oder von denen man weiß, dass sie engagiert sind, die schon mal mit ähnlichen Sachen in der Presse oder sonst wo im Gespräch waren, das hilft auch. Und Mundpropaganda. Also so richtig explodiert ist unser E-Mail-Postfach, als es in Solingen eine Konferenz der Schulleitungen gab, von der wir nichts wussten. Aber da waren halt auch die Schulleiter mit dabei, deren Schüler von uns bereits 40 Geräte bekommen hatten, so in der Größenordnung, mehrere. Und dann ging es richtig rund. Da kamen irgendwie täglich zwei, drei Mails rein mit Bedarfsmeldungen und das über eine Woche, zwei hinweg. Das war echt cool. Also sobald das einmal bekannt ist, funktioniert es auch. Okay, wir haben Bedarfe, wir haben Rechner. Jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir ausliefern. Und wie das aussieht, wenn wir eine Auslieferung fertig machen, das seht ihr hier auf dem ersten Bild. Wir wollen wirklich auch was Wertiges ausliefern. Ja? Also wenn wir die Sachen ausliefern, dann kommt immer so ein Hey alter Turnbeutel mit dabei und so eine Postkarte von uns, ein kleiner Gruß, hey, das ist jetzt dein neuer Alter. Und die Laptops, die wir haben, die kommen einfach in diese Turnbeutel mit ihrem Netzteil und werden so ausgeliefert. Und wenn wir Tower mit Monitoren und Zubehör haben, dann sieht das so aus wie hier auf dem Bild. Ja? Dann haben wir einen Tower, einen Monitor, da hängt eine Tasche dran, da sind die Kabel, Maus und Tastatur, ein USB-WLAN-Stick, wenn er nicht fest verbaut ist im Rechner, solche Sachen. Und wir versuchen, so gut es geht, neue Sachen auszuliefern. Das ist halt nicht jeder Initiative möglich und nicht zu jedem Zeitpunkt, wenn man gerade startet, hat man vielleicht einfach noch nicht die Mittel. Aber ja, also wir versuchen wirklich ein Paket auszuliefern, was sich auch wirklich nach einem Geschenk anfühlt. Ja, wir wollen nicht einfach nur ein altes Gerät ausliefern, sondern ich glaube, dass das Chancengleichheit auch wirklich was subjektiv Empfundenes ist. Das ist nicht einfach nur ein technisches Gerät zur Verfügung zu haben, sondern ein wirkliches Gefühl. Fühle ich mich gleichermaßen mit Chancen versehen? Und ein schönes Gerät geschenkt zu bekommen, was Wertiges, was gut funktioniert, das ist unser Anspruch und das wollen wir hinkriegen. Und das Gefühl wollen wir bei den Schülern, die wir beschenken mit diesen Rechnern, auch wecken. Okay, immer mit dabei bei Übergaben sind sowas wie Elternvertreter oder Schulverein, denn ganz wichtig, wir geben die Geräte nicht an die Schulen. Das sind keine Leihgeräte wie zum Beispiel von Schulvereinen oder ähnlichem, sondern das sind Geräte, die wir den Schülern schenken. Wir schenken die nicht direkt den Schülern, weil das einfach ein Riesenaufwand vielleicht auch wäre, sondern wir haben Elternvertreter oder Schulvereine dabei, die diese Geräte entgegennehmen und dann an die Schüler verteilen, für die sie bestimmt sind. Ja, jetzt habt ihr so einen kurzen Eindruck davon bekommen. Hier seht ihr noch ein paar Bilder von den Auslieferungen, die wir in Solingen gemacht haben. Und ja, so macht man das in einer Stadt. Der Lukas erzählt euch jetzt ein bisschen darüber, wie man das von einer Stadt auf ein paar mehr skaliert. Ja, danke Daniel. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen Überblick, was Herr Alter macht, wie das so lokal funktionieren kann. Und ich habe ja am Anfang schon mal kurz erwähnt, gestartet ist das Ganze in Braunschweig. Uns war aber schnell klar, dass das natürlich eine Idee ist oder ein Problem, dass Schüler keinen Rechner haben, was nicht nur Braunschweig betrifft. Nein, das ist natürlich überall in ganz Deutschland so. Und es gibt ja auch zum Beispiel, wer gestern bei den Hardware for Future dabei waren, die waren noch nicht die einzigen zwangsläufig, die diese Idee haben. Teilweise gab es sowas auch schon vor Corona, auch Privatleute. Aber wir haben uns dann irgendwann gesagt, Mensch, das läuft in Braunschweig ziemlich gut. Wir haben eine Marke uns da ein bisschen erschaffen, ne? So ein bisschen trendy, das Auftreten.
was halt auch irgendwie in den Medien oft gut dabei gekommen ist. Und wir haben dann gesagt, das wollen wir noch mehr machen. Wir wollen nicht nur in Braunschweig bleiben, wir wollen das verteilen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen es anderen Leuten, wie zum Beispiel Daniel, die Möglichkeit geben, dass die Hey Alter einfach nachmachen. Wir glauben, das Konzept ist ein super Konzept und wir hoffen, dass wir Nachahmer finden. Und wir haben uns überlegt, okay, wir haben schon so viel erfahren, wir haben eine Marke, wir haben die Erfahrung, wir haben ein Image für Ubuntu. Das stellen wir kostenlos zur Verfügung und andere Leute können das nachmachen. Und wie gesagt, hier nochmal der Überblick. Wir haben uns überlegt, okay, wir machen uns ein bisschen die Arbeit mit Homepage und einem E-Mail-Verteiler, Social Media, dass wir dann gemeinsam ins Auftreten haben. Wie gesagt, immer so ein bisschen das Design im Hintergrund und einfach auch die Sachen fortbereiten. Also diese Anschreiben an die Schulen, Handbücher, auf was man alles achten muss, was so die Fallstricke sind, wie Daniel sie gerade ein bisschen erzählt hat. Natürlich Flyer, Druckmaterial, dass nicht jede Initiative lokal das neu drucken muss und sonstige Vorlagen. Das haben wir überlegt, das wollen wir alles zur Verfügung stellen. Das stellen wir alles kostenlos zur Verfügung, wer Lust hat, damit zu machen. Und natürlich jetzt ist daraus auch nochmal eine Verbesserung unseres Images entstanden, unseres Ubuntu-Images. Wir haben am Anfang irgendwie mal so zusammengehackt, so ein bisschen eine Lösung, die auch gut funktioniert hat lange Zeit. Mittlerweile haben wir natürlich da auch so etwas, GitLab mit CI, Pipeline und mehrere Entwickler aus verschiedenen Kreisen, auch teilweise professionelle Entwickler, arbeiten da halt mit, sodass das immer auf dem neuesten Stand ist. Und das ist eigentlich das, was wir quasi sagen, okay, das haben wir in Braunschweig, aber mittlerweile natürlich auch in Solingen und den ganzen anderen Standorten zusammengetragen. Das wird kontinuierlich verbessert und das möchten wir einfach Leuten als Franchise zur Verfügung stellen, dass sie sagen können, hey, ich habe Bock drauf, ich finde gut, was ihr macht, das will ich auch, könnt ihr mir sagen, wie? Und da haben wir das. Und was wir festgestellt haben, was eigentlich noch viel wichtiger ist als diese Sachen, Daten und ein Image ist auch toll, auch die Marke ist natürlich toll. Das Wichtige, was dahinter aber steht, ist das Netzwerk, was hier so entsteht. Einfach, weil die Unternehmen halt auch feststellen, also weil man immer mehr Unternehmen kennt, kennenlernt und dann auch Kontakt zu den Leuten in den Unternehmen hat. Oder eben auch einfach Probleme, die in anderen Initiativen aufgetreten sind, einfach mal in einer gemeinsamen Gruppe besprochen werden. Hey, wie habt ihr das denn in Braunschweig gelöst? Hey, wie habt ihr das denn in Köln gelöst? Wir haben hier gerade ein Problem in Solingen. Was können wir alles da tun? Und das ist eigentlich das Tolle, weil ich persönlich zum Beispiel habe manche Initiativen vorher gar nicht gekannt oder was es so alles gibt. Und mittlerweile haben wir halt echt Kontakt in ganz Deutschland. Und das Schöne ist jetzt dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen das teilen und wir viele Nachahmer gefunden haben, gibt es mittlerweile, Herr Alter, nicht nur in Braunschweig, sondern mittlerweile fast überall in Deutschland. Und wir hoffen einfach, dass vielleicht auch einige von euch sich sagen, hey, das ist eine geile Idee, was ihr da macht und kann ich da mitmachen? Und dann sagen wir natürlich, klar. Und das Schöne ist halt auch, wir glauben, dass das ein Konzept ist, die soziale Franchise, was nicht nur für ihr Alter geeignet ist und für diese Idee, Computer neu zu machen, sondern wir glauben halt auch, dass das letztendlich eine Sache ist, die jeder von euch, der vielleicht sozial sich engagiert oder Bock auf eine Idee hat, nachmachen kann. Wir müssen nicht immer alle unser eigenes Ding machen. Wir sind auch nicht die Besten bei Herr Alter. Wir wollen einfach eine gute Sache unterstützen. Wir wollen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, digital teilzuhaben. Und das ist unser Ziel. Und wir wollen auch nicht in Braunschweig sagen, hey, wir in Braunschweig sind die Allerbesten. Nein, wir wollen das teilen und wir wollen, dass alle da mitmachen, damit wir am Ende halt wirklich noch viel mehr erreichen können. Und deshalb ist auch so schon fast mein Schlusswort, möchte ich sagen. Wenn ihr jetzt sagt, hey Alter, das klingt nach einer richtig coolen Idee, dann möchte ich euch jetzt mal motivieren, die hier zuschaut. Wenn es hier Herr Alter schon in der Stadt gibt bei euch, schaut gerne vorbei. Wie gesagt, Techies brauchen wir immer, die sich ein bisschen mit der Technik auseinandersetzen. Das Wichtige ist, wir brauchen Hände, die anpacken. Und das ist egal, wie viel Erfahrung man hat, wie lang man Zeit hat, wie viel Zeit man rein investieren möchte. Wir suchen einfach fleißige Helfer, die uns unterstützen. Und wie gesagt, wenn es Herr Alter bei euch noch nicht gibt, da gibt es ja noch einige blaue Flecken auf der Landkarte, dann könnt ihr gerne bei uns mit anpacken, meldet euch. Und wie gesagt, wir unterstützen euch beim Aufbau, wir haben die Daten da, wir unterstützen euch so gut es geht. Und das geilste Feedback, was wir mal gekriegt haben, das geilste ist halt, was wir als Feedback gekriegt haben, war, hey, ich habe von euch gelesen, ich will das auch machen. Am Donnerstag habe ich euch zum ersten Mal eine E-Mail geschickt, am Dienstag der nächsten Woche hatte ich meine Initiative am Start. Und das ist, was wir machen wollten. Und das möchte ich euch auch sagen, wenn ihr eine lokale Initiative seid, macht das auch. Versucht, andere Leute zu motivieren, das nachzumachen. Das lohnt sich. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das soziale Leben in Deutschland verbessern kann.
Und das möchten wir teilen und das solltet ihr am besten auch tun, weil wir glauben, das ist auch für andere Vereine und Zwecke eine coole Sache. Und wie gesagt, was auch bei uns immer gesucht ist, klar, in jeder Initiative, wir brauchen Laptops, PC, Monitore. Also falls ihr wen kennt, der wen kennt oder vielleicht selber bei euch das rumstehen hat, meldet euch, kommt vorbei, gerne von Unternehmen, damit das ein bisschen größere Mengen werden. Auch Geld spenden für Zubehör, wie gesagt, sowas, es fällt immer was an, SSDs, WLAN-Adapter, auch mal Kabel zwischendurch. Und auch, was vielen Initiativen lokal fehlt, teilweise sind sowas wie Logistik und Räumlichkeiten, dass wir ja Teile beschaffen können und auch mal untereinander in den Initiativen vielleicht auch Waren hin und her austauschen können. Ja, das war Herr Alter, die Idee und auch die Idee des sozialen Franchises, was wir hoffen, was nicht nur bei Herr Alter für diesen Zweck Nachahmer findet. Das war unser Talk soweit. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da wart. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, noch Fragen an uns zu stellen. Danke. Da bedanke ich mich mal ganz. Ich finde das super. Ich finde das unglaublich super. Und ich finde euch beide irrsinnig krass, um das einmal österreichisch auszudrücken. Und offenbar tun das unsere Zuseher und Zuseherinnen auch, denn das Pad quillt über vor Fragen. Also, ich sage mal gleich, Das wird sich nicht ausgehen in der Q&A-Zeit jetzt. Aber die zwei, der Lukas und der Daniel, haben gesagt, sie machen anschließend noch einen BBB-Raum auf. Und da steht unten, ganz unten, in Fragen, wo ihr alle Fragen hinein habt, Link für eine BB-Session anschließen. So wenn wir immer hier jetzt nicht auf die Reihe kriegen, das könnt ihr dann dort mit Lukas und Daniel. So, da fange ich jetzt mal mit der ersten Frage an. Wie grenzt ihr eure Initiative gegenüber anderen, zum Beispiel der Computertruhe, ab? Hattet ihr schon bei Beginn auf dem Schirm oder wie? Oder wisst ihr von denen gar nichts? Ganz kurze Antworten, weil wir haben ganz viele Fragen. Ich würde sagen, tatsächlich persönlich kannte ich die zum Beispiel vorher noch nicht. Wir beide, also Daniel und ich, haben gestern auch bei den Hardware for Futures zugehört, was die so erzählt haben. Wir haben festgestellt, die haben die gleichen Probleme, die wir auch haben. Und wir stehen mit denen in Kontakt. Wir werden auch da kontaktieren nochmal aktiv. Das war eben, wenn wir nicht unter derselben Marke agieren, aber wir haben dieselben Ziele, da muss man das Netzwerk einfach aufrechterhalten. Bei uns ist der Fokus halt auf Schüler und Schüler. Ja, du bist sichtlich in die, ich habe mich gerade gemutet, Falle gelaufen. Ja, dort waren wir alle schon. Ja. Gut, frei an dich. Wir wollten noch einen Ableger in Recklinghausen gründen, aber bei uns in NRW wird Hardware durch Kommunen ausgegeben. Da haben wir kaum Bedarf oder wir sehen keinen. Wie seht ihr das? Hardware durch Kommunen? In Solingen gab es. Nordrhein-Westfalen, muss ich dazu sagen. Solingen ja auch. Also wir sind, Recklinghausen ist nicht so weit weg, ja. Also bei uns gab es iPads von der Stadt für die Schüler. Und das hat geholfen. Aber die haben vorne und hinten nicht gereicht. Und das waren einmalige Aktionen bei uns. Die kamen aus diesem Bildungs- und Teilhabepaket und nicht aus dem Bild, aus dem großen Digitalisierungspaket für die Bildung. Whatever. Es hat nicht gereicht. Und die Schulen kommen jetzt auf uns zu und sagen, die iPads von der Stadt kommen nicht oder wir haben zu wenig gekriegt, wir haben nicht alle gekriegt, die wir haben wollten und habt ihr Rechner für uns? Die übliche Ankündigungspolitik. Dann habe ich jetzt hier eine ganz praktische Frage. Wie rechtlich wasserdicht sind eure Datenlöschungszertifikate? Und spielt ihr auch ein BIOS-Update auf? Das stellen wir gleich dazu als Frage. Okay, also ein BIOS-Update aufspielen schaffen wir nicht. Das ist, das wäre technisch zwar möglich, aber der Aufwand dafür ist unglaublich groß, das auf so große Zahlen zu skalieren. Unsere Datenlöschungszertifikate, ja, das sind nicht unsere Zertifikate, sondern die von den Systemhäusern. Ja. Also wir sagen für uns, was Privatspenden angeht, wir überschreiben die Festplatten mit dem Betriebssystem. Bitte liefert uns die Daten frei an. Und für alle, die eine professionelle Löschung wünschen, bieten wir das über unser Systemhaus an. Das ist aber auch von denen ein kostenloser Service, den die als Goodwill einfach uns zur Verfügung stellen. Das heißt, es kann eine Weile dauern und
Naja, also wie datenschutzsicher sind die Dinger? Ja, so datenschutzsicher wie halt eine professionelle Software von einem Systemhaus, die diese Löschungen macht, halt ist. Also ich glaube, einen besseren Standard kriegt man da nicht. Wie geht ihr mit Geldspenden um, wenn ihr kein Verein seid? Ich würde nur an eine gemeinnützige Einrichtung Geld spenden. Das ist völlig richtig. Geldspenden, also Braunschweig ist ein Verein, die können das machen. Die sind auch ein gemeinnütziger Verein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, sind wir. Wir, ja, wir in Solingen sind es nicht. Und deswegen werden Geldspenden auch nicht direkt an uns gespendet, sondern wir in Solingen kooperieren mit einem gemeinnützigen Verein, Solingen Hilft e.V. Und die haben für uns ein Kennwort auf ihrem Spendenkonto und alles, was dahin geht, das können wir beanspruchen, indem wir Rechnungen von denen zahlen müssen. Genau, die, Habt ihr die auch? Entschuldigung. weil wir viele lokale Initiativen sind, überlassen wir das in Initiativen. Wie gesagt, in Braunschweig hat es sich ergeben, dass wir mittlerweile auch einen eigenen Verein gegründet haben. Wir sind da auch im Austausch, ob es denn vielleicht auch neue Hey-Alter-Vereine gibt, in anderen Städten vielleicht. Aber oftmals ist es auch tatsächlich so Sachen, dass die schon mit Vereinen kooperieren, die dann auch schon diese ganzen Sachen mit Geldspenden annehmen können und gemeinnützig sind. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass Standrechner nicht so toll angenommen werden als Notebooks oder eben Laptops? Ja, das ist natürlich eine Sache, klar. Die meisten haben am liebsten, würden natürlich am liebsten einen Laptop haben, weil es einfach praktisch ist. Oftmals ist, man merkt, finde ich, gerade bei Unternehmen, dass es die alten Rechnergenerationen oftmals eben noch Desktops oder Slim Factor PCs sind. Und die werden schon gerne angenommen. Tatsächlich ist das wirklich für viele Familien, gerade wenn es die dann vielleicht mehrere Kinder haben, durchaus auch einfach ein praktikables Problem, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Dass dann nicht jedes Kind vielleicht wirklich einen eigenen Schreibtisch für sich haben kann und es auch ja unpraktisch ist, wenn zwei, drei Kinder am heimischen Esstisch denn immer jedenfalls einen ganzen Desktop-PCs machen müssen. Das ist ein Problem, ja. Aber wie gesagt, wir geben raus, was wir rausgeben können. Das meiste sind tatsächlich Desktops noch, aber die Laptops gehen bekanntlich ein bisschen schneller weg. Das stimmt schon. Dann schreibt hier ein Hörer oder eine Seherin, wie habt ihr die Spenden akquiriert? Bei unseren ersten Fragen wäre es eher so, dass die Unternehmen selber Hardware gesucht haben aufgrund der Homeoffice-Situation. Da wird viel alte Hardware intern umgemodelt. Ihr seid dran. Ja, in Braunschweig war es dann halt tatsächlich so, dass man am Anfang ein bisschen Kaltakquise gemacht hat, wirklich ein bisschen aggressiv, sage ich mal, das Marketing hochgefahren hat in Braunschweig, wirklich auch bei Firmen mal anruft und ein bisschen Druck macht. Das hat ganz gut funktioniert. Und tatsächlich ist es mittlerweile eben so, weshalb wir auch diese Idee des sozialen Franchises gemacht haben. Man merkt immer, wenn so die Lokalpresse mal da war, das gibt einen Boost, das gibt einen Push. Wenn in der NDR oder der WDR die Lokalzeit kommt, das gibt auch nochmal einen riesen Push. Und das Schöne ist, irgendwann ist das auch ein bisschen ein Begriff. Deshalb haben wir auch gesagt, hey, dieses Hey Alter, das kann man so als Marke verwenden, weil Unternehmen das auch irgendwann wissen. Deshalb sind die auch bereiter, also die haben eine höhere Bereitschaft, da zu spenden tatsächlich, wenn das ein bisschen bekannter ist. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, das meiste kommt auf jeden Fall immer, wenn Medien darüber berichtet haben. Und ganz oft eben dann über Partner wie ja, lokale größere Banken oder größere Unternehmen, die einfach lokal sind, weil die dann auch den Bezug zu lokalen Initiativen noch lieber haben, als wenn sie jetzt generisch irgendwo hinspenden. Aber ja, da muss man immer hinterher sein und ein bisschen Druck bei den Unternehmen machen, das stimmt schon. So, jetzt habe ich noch ganz viele Fragen über so logistische Themen. Die lassen wir für nachher, für den Big Blue Button. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Aber eine Frage, da fasse ich jetzt verschiedene Fragen zusammen. So auf der Ebene, eigentlich sollte das ja die Aufgabe der öffentlichen Hand sein. Und das ist zwar sehr edel von euch, dass ihr da Selbstausbeutung betreibt, aber ihr unterstützt ja nur die öffentliche Hand darin, ihren Job nicht richtig zu machen. Das ist Damit wollen wir eine super jetzt aufhören. Position, Das aber lassen wir euch nochmal. das ist eine tolle Position, aber die hilft den Kindern auch nicht. Genau. Man kann gerne, also die Hoffnung ist natürlich, ich glaube, jeder bei Herr Alter hat diese Hoffnung, dass wir irgendwann komplett überflüssig sind, weil alle Schüler, die irgendwie Digitalgeräte brauchen, sofort versorgt werden von den Schulen, von den Kommunen, von Bund, wie auch immer. Aber wir haben einfach gesagt, das Problem ist da, wir fangen jetzt an.
Und wie man gerade sieht, wir haben mittlerweile fast 3000 ausgeliefert. Es wird besser, glaube ich. Ich bin auch sag mal, positiver Dinge, dass es irgendwann ein bisschen, dass der Bund vielleicht die öffentliche Hand daraus gelernt hat. Aber wie gesagt, manchmal hilft einfach nicht, sich darüber aufzuregen. Ist zwar berechtigt, aber am besten einfach machen, anpacken, die Welt verbessern. Auch nicht. André, du bist gemutet. Die Mute. Ah, ja, wenn mein Rechner, wenn ich jetzt auf ein anderes Pad nachschauen gehe, was als nächster kommt, dann nimmt mich mein Rechner hier nicht mehr auf. Es tut mir leid. Kleiner technischer Hiccup. So, wir machen jetzt weiter in zur nächsten vollen Stunde mit dem wunderbaren Vortrag über Emojis and why they're so friggingly not working. Wenn ich jetzt wieder rübergehe und nachschaue, wie der Titel genau heißt, bin ich hier wieder weg. Wie gesagt, geht mit Lukas und Daniel noch in den Big Blue Button. Im Fragenpad ganz unten ist der Link dazu und wir machen weiter in inzwischen 18 Minuten mit dem nächsten Talk über Emojis und warum sie nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und ich bedanke mich. Auf Wiedersehen der Welt.